herzlich willkommen in der Marble Garden Zone und unser Zelt, der fiel erstmal und kugelt sich zusammen. Dank Michael, eurem Gastgeber in unserem Durchgang gespielt. Übrigens die Sonic 3 und Knuckles Version, falls ich dies noch nicht heute erwähnt habe. Ja, zwei Zonen liegen hinter uns und heute eine schwere Zone, wie ich empfinde, die Marble Garden Zone. Es wird ein bisschen glücklich werden, das kann ich versprechen. Also in Sachen nicht getroffen werden, wird es sehr, sehr glücklich. Sie ist eigentlich machbar. Auch für Anfänger. Wenn man das Chaos beherrschen tut. Schauen wir mal. So. Vorbei einen schönen Pfirsich-Aprikosenbäume, was weiß ich, was das sein soll. Jetzt haben wir erstmal unser schönes Elektroschutzschild verloren. Was meint ihr? Pfirsiche? Sieht auch nach Kokosnüssen aus. Weil nicht Kokosnüsse, so Nüsse. Aber Nüsse am Baum, weiß ich jetzt gerade nicht. So. Kleine Sprungpassage. Wir könnten das Fliegen einsetzen von Tails. Aber wir schaffen es auch ohne. Neue Feinde auch, die werden stachlich mit einer Zeit, beziehungsweise sind stachlich, da müssen wir den richtigen Moment abwarten, wenn sie ihre Stacheln einziehen. So, jetzt gibt es ein bisschen schnell voran. Hat ein gutes Balancing von schnell und langsam, wie ich empfinde. Das ist so ein Kreisel. Hey, da wurden wir getroffen, aber ohne Ringverlust, den wir jetzt eben erlitten haben. Das war knapp. Und das war nicht gut getimed, aber egal. Das Tor ist offen. Wir mussten so ein Kristall dreimal treffen. Kleine Bugs hat es leider immer mal wieder. Es ist nicht ganz 100% perfekt gestaltet, die Stage. Deshalb mag ich die auch nicht so. Wir werden sehen, hier verformt sich gleich ganz schön vieles. Und wenn ich schon jetzt an den Dr. Robotnik denke, der uns erwarten wird, dann wird mir jetzt schon schlecht. Und ja, es ist so schlimm. Nee, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich in unserem dritten Part vom Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles Let's Play. Mit meinem, ich kann es immer wieder nur erwähnen, mit meinem absoluten Lieblingscharakter Tails. Weil Tails in der TV-Serie immer die Charaktereigenschaften von Michael ein bisschen zeigen tut. Er ist manchmal besorgt, ängstlich, hin und wieder. Aber er ist auch clever und das kann ich auch manchmal sein, wenn ich mich anstrenge. Da kommt's, wenn ich mich anstrenge. Aber er ist halt technisch interessiert. Das bin ich hin und wieder mal. Jetzt aber schnell, dass wir den Miniboss besiegen. Ein Ring haben wir auch noch mitgenommen für die Punkte. Sehr schön. Den heben wir uns mal auf. Den Ringmonitor. Auch ein bisschen neu sehen sie aus. Nicht mehr die klassischen Monitore, ne, die wir da so hatten. So, die Ringe haben wir gleich mitgenommen. 10 Stück sind das immer noch traditionell. So, kleine Bergtalbahnfahrt. Wobei wir auf den Berg wollen, nicht ins Tal. So, was kam jetzt? Dr. Robotnik. Und ich springe genau in seine Spitze. Das ist eine Kunst. Wir hätten ihn jetzt schon einmal treffen können. So, und das meine ich, jetzt wird's chaotisch. Wir müssen das Chaos beherrschen. So. Bam. Da, da, da. Aufpassen, irgendwo war eine Special. Oh, war ja zu gut, dass der Kleine fliegen kann, ey. Ja, irgendwo war hier eine kleine Special Stage. Die wollen wir natürlich erstmal noch vermeiden. So.
Da unten wäre eine gewesen. Aber irgendwo noch versteckt sind noch welche. Da, 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 da. Da, 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 da. Die kleinen Grashüpfer, sehr schön animiert, finde ich. Aber man soll die Feinde nicht loben, dann treffen sie ein. Naja, die guten alten Gesetze der Videospiele. Oh, die sehen aber schön aus. Und dann, ach man, die tun ja auch weh. Das ist so wie bei Marios und die Goombas. Man soll die Feinde nicht unterschätzen. Auch wenn sie harmlos und süß aussehen. Ba 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 ba. Da 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 da. So, jetzt ging es irgendwo weiter. Okay, nach rechts und nun, glaub, links, ne? Genau. Wäre auch gut so, weil ihr habt auf der anderen Seite Stacheln gesehen. Ah. Oh, das Super-Item. Und jetzt nutzen wir das Fliegen, Leute. So einfach. Wir schummeln uns durch. Da, 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 da. Da. Die Musik muss ich loben. Es fiel euch vielleicht auf, wir haben pro Act einen anderen Track. Leicht verändert auch nur, aber wir haben immer pro Act eine andere Musik im Hintergrund. Wo konnte man das denn am besten sehen? Ich glaube, genau in der Icecape-Zone. Oh, jetzt habe ich was gespoilert. In der Icecape-Zone. Die werde ich im Übrigen mal anders eröffnen. Da blicken wir ganz kurz mit Sonic rein und dann beginnt der eigentliche Part. Aber das wird uns erst in... ja, im Part 5 beschäftigen. Jetzt sind wir erstmal beim Part 3 in der Marble Garden Zone. Sie ist schwer, aber wir kommen sehr gut durch. Aber irgendwo kam doch jetzt gleich die große Überraschung, genau. Jetzt kommt Dr. Robotnik. Und nun so ein kleines, nerviges Zeitspiel. Ihr seht, die Decke kommt nicht auf uns zu, sondern der Boden geht zur Decke zu. Oh, weia. Ah! Nein! Oh. Da bin ich an dem Ausgang vorbeigerampelt. Jetzt habe ich keine Ringe. Hat hier jemand Ringe für mich? Dankeschön. So, auf ein neues. Ha! Ha, ha. Einmal. Der Eggman, der glaubt, wo der denkt, du hier. Wer ist denn der? So, auf geht's. Keine Zeit verlieren. Ich kann mich erinnern, da ging's nicht raus. Gehen wir da auch nicht weiter, wir gehen noch weiter nach hinten. Jetzt geht's schnell, genau. So einfach lässt sich ein Berg erklimmen, ne? Von der Mache her. So, irgendwo kam noch mal eine Glocke. Oder hatten wir die schon? Ne, wir hatten die schon. Denn der Eggman ist zum Greifen nah. Ich hoffe, ach, so viele Ringe sind nicht immer gut. So. Jetzt ist die Tails-Stunde angesagt. Oh, wir haben ihn einmal getroffen. Einmal. Zweimal. Die Tails-Stunde. Denn jetzt fliegt Tails und wir müssen im Fliegen den Boss besiegen. Ach, wie glücklich. Okay, er greift also schon mal von der richtigen Seite an. Ah. Und schon geht's los. Wir haben einen Ring verloren.
alle Ringe. Wir haben 0. Also. Schauen wir mal. Ne, von. Wenn er von unten nach oben kommt, treffen wir ihn nicht. Jetzt von der Seite. Ah. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Okay. Wir haben ihn schon viermal, das heißt viermal noch. So, hier müssen wir ausweichen. Hier kann ich nichts machen. Also können bestimmt schon, aber ich will es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Fünfmal. Im Übrigen, es gibt noch das Zeitlimit von 9 Minuten und 59 Sekunden. Aber ich habe jetzt zweimal fehlt noch. Keine Bedenken, dass wir das nicht schaffen sollten. Es sei denn, er kommt jetzt noch 10 Mal von oben. Unsere Chance. Oh, wir haben ihn schon besiegt. Wir haben ihn. Sehr schön. Damit beende ich den dritten Part von Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles mit unserem Charakter Tails, gespielt von eurem Michael. Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag noch. Wir hören uns demnächst wieder.